spaceman. Daddy drives a Jeep. Daddy owns a boot store where everything is cheap. Mein Name ist Anne Schumann. Ich bin jetzt hier ausgewählt für das Talents-Programm 2011. Und stelle jetzt hier aus, seit dem 5. August ist die Ausstellung zu sehen mit dem Titel Unser Haus. In der Ausstellung sind zwei Arbeiten von mir zu sehen. Eine Videoarbeit-Installation heißt Unser Haus 1961 bis 67, Villa Berlin-Ost. Und die andere Arbeit heißt Looking at Pictures Dating Back to 1954. Unser Haus aus dem Titel referiert eigentlich auf ein Konvolut von Fotografien, die ich gefunden habe, die im Zeitraum von 1961 bis 67 aufgenommen wurden im Ostteil Berlins. Und meine Hinzufügungen sind eigentlich diese Jahreszahl eben 1961 bis 67 und die Verortung zur zeitlichen und räumlichen Verortung, dass man so eine Orientierung hat als Betrachter, um was für Ausgangsmaterial es sich hier handelt. Die Bilder stammen aus meiner Familie, wobei das jetzt für die Arbeit nicht weiter wichtig ist, dass die sozusagen von mir persönlich aus der privaten Herkunft kommen, sondern eigentlich das Interessante daran ist, dass die über was Privates hinausgehen. Und dadurch, dass da keine Menschen zu sehen sind, ist es eben, fängt man automatisch an, auch als Betrachter sich die Menschen, die dort gewohnt haben, möglicherweise vorzustellen oder so ein Leben dort in die, also Bilder, in die menschennäheren Räume rein zu projizieren. People say I'm crazy. My name alone is fear. No wonder I am crazy. My folks are so damn. Also ich habe überlegt, wie kann man mit den Bildern arbeiten eigentlich, also wie kann ich mein Interesse an den Bildern umsetzen in eine eigene Arbeit, also sonst hätte ich ja die Bilder auch zum Beispiel selbst ausstellen können oder so, und die Idee war eben eigentlich wieder in diese Bilder, in diese Räume eintauchen zu können, also so eine räumliche, gedankliche Begehbarkeit irgendwie zu thematisieren in der Arbeit, und deshalb habe ich mich sozusagen filmisch den Bildern angenähert, also bin dort richtig in die fotografische Oberfläche eingetaucht und habe die Bilder sozusagen in gewisser Weise abgescannt, also einzelne Details oder auch die Gesamtansichten. Und die Idee war dann eigentlich diesen zweidimensionalen fotografischen Raum wieder in einen begehbaren Raum für den Betrachter zu überführen. Für die Arbeit, das war erstmalig, dass ich so mit vorhandenen Bildern gearbeitet habe, also die filmisch umgesetzt habe und habe eigentlich sozusagen versucht, eine formale Form zu finden, um meine inhaltlichen Aspekte, die ich da interessant finde, umsetzen zu können. Das heißt, dass ich eigentlich die einzelnen Fotografien so auf unterschiedliche Art und Weise behandelt habe. Also einerseits wie eine totale und dann auch sozusagen nahe Einstellungen verwendet habe, Details hervorhebe, stehende Bilder und eben auch so ein Abtasten, also eine Bewegung mit der Kamera über die fotografische Oberfläche, durch den Raum, um diesen einzigen Schnitt in Raum und Zeit aufzulösen, zu dehnen und sich wieder, also im Grunde das Bild wie sogar Ausgangsbild zu behandeln für einen möglichen Tatort, sozusagen, also für eine Geschichte, als Ausgangspunkt für eine Geschichte, die ich da schon auch lege. Also auch wenn es eigentlich sehr viel Assoziationsmöglichkeiten da offen sind, was mir auch wichtig ist. Und war also da jetzt nicht sozusagen eine ganz konkrete Erzählstruktur vorzulegen, ist es formal schon sehr stark vorgegeben durch meinen Blick, den der Betrachter da folgt. Und somit auch eigentlich diese Entscheidung dafür, dass da drei große Screens jetzt stehen in der Ausstellung, die 2,5 x 2 Meter groß sind, jeder für sich, und räumlich zueinander, perspektivisch zueinander angeordnet sind, sodass sich der Ausstellungsbesucher dort auch wieder in diesen Räumen selber vorfindet. Like Candy Arden, Santa Monica. The cops can take the car away and tell your folks. Mich interessiert an dem Medium Fotografie eigentlich auch unter anderem, dass es natürlich auch ein sehr interessantes Zeitdokument ist und auch eine spezielle Aussagekraft hat über gesellschaftliche Umbruchsmomente beispielsweise. Und das interessiert mich in meinen Arbeiten eigentlich grundsätzlich schon auch immer wieder. Also gesellschaftliche Umbruchssituationen so. Also in dem Fall waren eben auch die Bilder in der Hinsicht waren die Bilder für mich auch sehr interessant, weil 1961 ist ja auch so, ne, assoziiert man ja so Mauerbau und so. Ja, und die Fotografien, die sind ja auch so mit diesem Hintergrund entstanden, dass eben was in Erinnerung behalten werden soll, nämlich hier ein privates Interieur. Und diesen Aspekt greife ich eigentlich auch auf in einigen meiner Arbeiten, dass man dann darüber
eigentlich viel dann auch nachdenken kann über solche privaten Erinnerungsstücke wie fotografische Zeitdokumente, ja, über das Hier und Jetzt auch nachdenken kann. Also inwiefern sind die Dinge sozusagen, die da drauf zu sehen sind, noch erinnerbar oder wenn nicht, woher beziehen wir dann, inwieweit greift unser Wissen zurück sozusagen, woher beziehen wir dieses Wissen? Also weiß man bestimmte Dinge nur noch aus dem Geschichtsunterricht oder sind es eigene Erfahrungen, auf die man zurückgreifen kann? Also Thilo Westermann und ich, wir haben uns kennengelernt jetzt hier über dieses Ausstellungsprojekt bei CO Berlin im Rahmen von Talents. Also wir sind, der Thilo Westermann wurde mir vorgestellt als Kritiker und ja, das war sehr interessant, sozusagen so eine Perspektive ganz von außen auch zu haben. Ist ja auch eine Möglichkeit, sozusagen sich nochmal neu an seine eigenen Arbeiten heranzubewegen, also zu erklären und eine andere Blickweise auch zu erhalten über Thilo. In dem Fall, der einen ganz wunderbaren Text geschrieben hat zu dem Katalog auch. Ich bin Anne-Christine Bertrand, betreue die Talents-Reihe bei CO Berlin. Und Anne Schumann und Thilo Westermann sind eben zwei Talente, die im Rahmen des 2011-Programms ausgesucht wurden von einer internationalen Jury im Januar. Und das Thema des diesjährigen Programms heißt eben Cinematic Thinking. Das war eben auch das Spannende, warum Anne unter anderem ausgesucht wurde. Also es gibt 4 Positionen pro Jahr. Und uns gefiel halt sehr gut, wie eben gerade dieses Spannungsfeld zwischen Fotografie und Film oder die Präsenz oder der Einfluss des Films auf die Fotografie bei ihr zum Tragen kommt.